Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es darum, was man beachten muss, wenn man im Ausland heiraten möchte. Also egal, ob man jetzt eine Luxushochzeit in Indien haben möchte oder einfach auf einem Leuchtturm in Dänemark heiraten will, es ist wirklich für jedes Budget was dabei. Wenn man diesen Wunsch hat, kann man sich das sicherlich erfüllen. Und natürlich haben auch die Reiseveranstalter das für sich erkannt und da gibt es zahlreiche Angebote, also es lohnt sich da wirklich mal, sich da auch zu informieren. Ja, und wenn man natürlich einmal in dem Land ist, kann man dann auch entsprechend seine Flitterwochen dort verbringen. Wenn ihr euch also für ein Land entschieden habt, müsst ihr euch natürlich informieren, welche Unterlagen ihr braucht. In vielen Ländern müsst ihr unbedingt beachten, dass ihr Übersetzungen braucht und dass die natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, und ich würde jetzt im Folgenden einfach mal ganz allgemein sagen, was ihr in den meisten Fällen im Ausland für Unterlagen braucht. Da ist natürlich zum einen der Reisepass. Dann geht es weiter mit der Abstammungsurkunde oder der Geburtsurkunde. Die bekommt ihr auf dem Standesamt. Dann braucht ihr eine Aufenthaltsbescheinigung mit Angabe des Familienstandes, des Wohnsitzes und der Staatsangehörigkeit. Das bekommt ihr wiederum auf dem Einwohnermeldeamt. Ja, dann gibt es natürlich gewisse Sonderfälle. Sagen wir mal, einer der Partner ist minderjährig. Dann braucht ihr eine notariell beglaubigte Zustimmung der Eltern, bekommt ihr beim Notar. Und zusätzlich noch vom Vormundschaftsgericht eine erteilte Befreiung vom Erfordernis der Ehemündigkeit, bekommt ihr, wie schon gesagt, beim Vormundschaftsgericht. Ja, wenn man schon einmal verheiratet war, dann braucht ihr die Heiratsurkunde, die bekommt ihr bei dem Standesamt, auf dem die Ehe geschlossen wurde. Und ihr braucht eine Familienbuchabschrift, die bekommt ihr auf dem Standesamt eures Wohnortes. Und auf jedem dieser Dokumente muss amtlich vermerkt sein, dass die Ehe halt aufgelöst wurde. Ihr müsst unbedingt beachten, in manchen Ländern müssen Frauen mindestens 300 Tage bereits geschieden sein. Ja, was weiter? Ja, wenn zum Beispiel einer der Partner Witwer ist, braucht er die Sterbeurkunde. Die bekommt man auf dem Einwohnermeldeamt. Ja, dann braucht ihr meistens noch einen Nachweis über euren erlernten bzw. zurzeit ausgeführten Beruf. Eventuell braucht ihr natürlich ein Visum bzw. eine begrenzte Aufenthaltsgenehmigung. Die bekommt ihr bei der Botschaft oder dem Generalkonsulat. Und wie gesagt, denkt unbedingt daran, dass ihr manchmal Übersetzungen braucht und die eine Zeit dauern. Also informiert euch rechtzeitig, welche Unterlagen ihr in dem jeweiligen Land braucht, in dem ihr gern heiraten möchtet. Ja, also verbindliche Infos bekommt ihr bei den Beratungsstellen des Bundesverwaltungsamtes. Googelt es einfach mal. Natürlich gibt es auch einige Nachteile, wenn man in einem anderen Land heiraten möchte. Da ist zum einen, dass man sich nicht auskennt, dass man die Gegebenheiten vor Ort nicht wirklich kennt und auch nicht unbedingt besichtigen kann. Und Bilder im Internet und in Katalogen, die täuschen einfach oft. Die werden ein bisschen retuschiert, ein bisschen schöner gemacht, als sie eigentlich sind. Deswegen ist es immer empfehlenswert, jemanden vor Ort zu haben, der einen da unterstützt, beziehungsweise schon mal vorher im Urlaub dort gewesen zu sein und sich einfach alles angesehen zu haben. Es gibt viele Gründe, warum Paare im Ausland heiraten wollen. Zum einen, weil vielleicht einer der Paare aus diesem Land stammt, dort geboren wurde, dort aufgewachsen ist. Vielleicht verbindet das Paar irgendwas Besonderes mit dem Land, vielleicht hat es sich dort kennengelernt. Oder aber die Exotik, das Abenteuer, einfach mal was anderes machen als die anderen. Eine im Ausland geschlossene Ehe ist in Deutschland gültig. Ihr müsst die dann in Deutschland natürlich registrieren lassen. Das macht man im Standesamt in Berlin. Die Adresse vom Standesamt Berlin schreibe ich euch einfach mal hier unten in die Infobox. Und ihr braucht unbedingt die Apostille. Das ist die Unterschriftsbeglaubigung und Echtheitsbestätigung der Ehe, die ihr halt im Ausland geschlossen habt. Und die bekommt ihr bei der zuständigen Behörde im Ausland oder dem deutschen Konsulat vor Ort. Wichtig allerdings bei der Gültigkeit in Deutschland ist, dass die Ehe, die ihr im Ausland geschlossen habt, in der Form geschlossen habt, die dort in diesem speziellen Land typisch ist. Also in der typischen Form, wie die Ehen dort geschlossen werden. Ihr könnt dort nicht mit euren eigenen, also ihr könnt sicherlich mit euren eigenen Vorstellungen kommen, natürlich. Aber ihr müsst euch da natürlich anpassen, denn nur dann ist diese Ehe auch wirklich gültig. Ja, und dann lasst ihr die natürlich einfach an eurem Wohnort eintragen. Ja, wie kann man im Ausland heiraten? Man kann natürlich unter Wasser heiraten und die Delfine sind dann die Trauzeugen. Das kann man auf den Bahamas zum Beispiel machen. Man kann
die Trauung mit einem Bungee-Jump verbinden und gibt sich das Ja-Wort während dem freien Fall. Das kann man zum Beispiel in Neuseeland machen. Dann kann man auf Skiern heiraten, also wirklich auf. Während man da fährt mit seinen Skiern, wird man verheiratet, also auch der Standesbeamte ist da auf Skiern unterwegs. Geht zum Beispiel in den kanadischen Rocky Mountains. Man kann natürlich in einem Heißluftballon heiraten, das geht zum Beispiel in Australien. Ja, Las Vegas, das kennt jeder, also man kann mit Elvis heiraten, man kann in einem Zeppelin heiraten, in Las Vegas ist ja wirklich fast alles möglich. Oder aber man kann auf dem Rücken eines Elefanten in Sri Lanka heiraten. Also da ist wirklich, glaube ich, für jede Fantasie was dabei. Und lasst euch einfach mal von Bildern im Internet inspirieren und informiert euch auf jeden Fall, was ihr in dem jeweiligen Land beachten müsst. Macht das auch rechtzeitig, nicht, dass es dann zu bösen Überraschungen kommt. Und dann hoffe ich, hat euch dieses Video Spaß gemacht und ein bisschen weitergeholfen. Vielleicht auch Anregungen gegeben, wie ihr heiraten könntet. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mögt, hinterlasst mir Kommentare und Nachrichten und dann sehen wir uns ganz bald beim nächsten Mal. Tschüss!